welcome to another part of Detecting in Bavaria. Today I am waiting for a reporter from a local press that wants to go out to detect with me and do a report on metal detectorists in Bavaria, I believe. I'm not quite sure, he didn't say a lot. We didn't talk a lot yet, so just to let you know. So I have to ask him obviously first if I'm allowed to carry on filming or if not. If not, you see my finds, maybe you see him, I'm not quite sure. And then someone hopefully will see an article in the newspaper about metal detectorists in Bavaria and how that works. Okay, so we'll see you later on the field or when the reporter comes. So he's got another 10 minutes roughly. See if he's on time or not. Also, herzlich willkommen zum neuen Teil von Sondeln in Bayern. Heute erwarte ich einen Reporter von der lokalen Presse. Und ja, der wollte mit mir mal sondeln gehen und schauen, wie das Verhältnis ist oder nachfragen, wie das funktioniert wohl in Bayern mit Sondengänger und mit einem Amt vielleicht. Ich weiß nicht ganz genau, wir haben noch nicht so viel darüber geredet. Er sollte um 15 Uhr da sein. Und dann schauen wir mal, ob er pünktlich ist oder nicht. Und dann gehen wir noch ein bisschen raus sondeln natürlich. Wir werden hier uns noch kurz unterhalten. Ich werde noch ein paar Sachen zeigen und ein bisschen aufklären, wie ich es mache. Und dann schauen wir mal, wie das so weitergeht heute. Ob ich filmen darf, weiß ich nicht mit Ihnen. Ich muss natürlich auch fragen, so wie mit allen anderen Leuten auch. Und dann schauen wir einfach mal. Also, bis nachher. So, see you later. Bye bye. Bis dann. Tschüss. So, we're now outside on the field we're going to detect. It's going to be permission number 47. And the reporter is here. And I forgot your name, I'm sorry. Wolfgang. Hi to everyone. Wolfgang. Hi. And so we've already had the interview and he asked me lots of questions and I answered him obviously. And now we're going to let him detect a little bit and I'm going to detect a little bit. And we'll see you on the first find for me, as always. Ja, und dann herzlich willkommen. Wie gesagt, wir sind jetzt draußen auf dem Feld. Interview wurde schon gemacht vom Wolfgang. Ne? Und jetzt tun wir ein bisschen sondeln, damit der Wolfgang das auch mal ein bisschen kennenlernt. Und wir sehen uns wie immer auf dem ersten Fund. Also, bis dann. See you then. And the first find. Even the reporter doesn't bring me any luck. Also auch der Reporter bringt mir kein Glück. Ne? Aber haben wir erstmal ein Stück Eisen vom Bulldog wahrscheinlich. Gehen wir von aus. Sehr schönes Signal. Oberflächlich, habe noch nicht mal Graben brauchen. I didn't even need to dig, so it came out right away. But we had two signals. We had iron and a high tone, so we're going to check the hole again, if there's any more. No, the iron, it was so massive that it gave a good signal also. Also wir haben jetzt gesehen, ich habe noch mal schnell überprüft, dadurch, dass ich zwei Signale, ich hatte zuerst ein Eisensignal und dann noch eine große 80er, aber da es so massiv ist, wird er das Gerät dementsprechend veräppelt haben. Okay, see you on the next find. Bis zum nächsten Punkt. Off we go. Auf geht's. And yes, I got my iron ring as always. Und natürlich habe ich auch dieses Mal wieder meinen Eisenring gefunden. Ich weiß, ihr mögt ihn ja so gerne. Nein, ich habe nicht ein Abo dafür abgeschlossen, so wie manche mich schon gefragt haben. Aber er wird natürlich mitgenommen. And as always, of course, I'll take it with me. Okay, let's carry on. Off to the next. Also, auf geht's zum nächsten. So, let's see what the reporter finds. Normally my guests find silver, but I'm not quite sure about this one. Also normalerweise finden ja meine Gäste immer Silber, aber ich bin mir nicht so sicher heute, weil wir haben All-Metal-Modus und wir haben es vergessen auf Custom zu tun. Und aber es könnte natürlich auch Anfängerglück sein, dass er was Vernünftiges findet. Of course we could have beginner's luck also. Und wenn das Licht leuchtet, ist es an. Nee, nicht länger drücken, sondern einfach, da hast du nichts, sondern da ist der Knopf. Ah, deswegen. So, und jetzt ist er an. Gut, dann schauen wir mal. Also hier war meine Spatenmarkierung. Offensichtlich nichts.
Alfred, du hast ja gesehen, wo der in der Mitte war. Ja. Learning by doing. Wie man so schön lernt, lernen bei der Arbeit. If he doesn't find anything good, he's going to give me a bad report, I presume. Also wenn er nichts findet, schätze ich mal, wird er mir nichts Gutes in der Zeitung schreiben. So ein idiotisches Hobby, wie kann man das bloß nur haben? Aber meine Finger sind... Und dabei haben wir noch nicht mal Winter und wir gehen ja zu jeder Jahreszeit. Also dieser Boden ist ja schon sehr Lehmboden. Der ist gut, der Boden. Okay, I'm going to stop filming until he finds it. Also ich höre jetzt mal auf zu filmen, weil sonst dauert das Video zu lange. Ja? Und wir machen keine Schnitte bei uns hier, weißt du ja. We don't do any director's cuts, so see you then. And the reporter actually found it. And it's a little... I forgot the name, English name. Damn. It's a tool. And it's for opening the nuts. So there you go. Also er hat hier einen kleinen Schlüssel gefunden. Mutter, ne, zum die Mutter öffnen. Wunderbar. Schraubenschlüssel? Nee. Das ist Schraubenschlüssel, oder? Ja, so. Irgendwie sowas. Okay, great. There you go. Top, die Watte quillt. Mal von Amazon. Also, okay. Nice little musketball. Schöne kleine Musketenkugel. Kennen wir ja alle. Aber wenigstens was Historisches heute mal gefunden, dann wenn der Reporter schon dabei ist. Also man findet immer noch was, auch auf die Felder. Ne? At least a little thing I found for the reporter. A little musketball. So we got something historical. So that's pretty neat.